Es ist Zeit für Boomerang Boy. Der Boomerang, der alles kann. Los geht's. Ein reines Level nur für den Boomerang. Was wohl uns hier erwarten wird? Viel Spaß mit dem Video. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Maker 2 hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Ich bin Feuer und Flamme dafür, mal eine Welt nach langer Zeit wieder für euch zu spielen. Und hier starten wir. Los geht's! Okay, gleich mal in das erste Level dieser Welt. Und das ist das Level mit dem Titel Vintage Valley von Mallrat. Mallrat ist der Ersteller dieser Welt und der kommt aus Kanada. Wenn ihr also mal eine ganze Welt für mich gestalten wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen. Ich spiele auch ganze Welten, nicht nur einzelne Level. Aber klar, ich verstehe, denn eine ganze Welt erfordert auch sehr viel Zeit. Und so eine Welt macht man nicht innerhalb von einem Tag, auch nicht innerhalb von einer Woche. Ich glaube, da sitzt man durchaus, wenn man gute Level bauen möchte, mindestens einen Monat. Aber ja, wie bei allem im Leben, gut Ding will Weile haben. Wer etwas Schönes gestalten möchte, muss sich eben die Zeit nehmen. Aber fühlt euch nicht gezwungen. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Super Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. So verpasst ihr keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Hier gibt es Videos für die ganze Familie. So. Vorsichtig, einmal hier runterrutschen. Uiuiui, oder auch nicht. Eieiei. Das ist gefährlich. Ab durch die Röhre. Sieht ja noch alles wunderbar aus. Ein Fähnchen. Ein schönes Fähnchen. So, den schmeiße ich mal weg. Den brauche ich nicht. Aber hier auf dem Koopa sollte ich landen. Spring hier ein paar Pflänzchen heraus. Mit einem Wirbelsprung kann ich die sogar anspringen. Ja, eine schöne erste Welt. Nicht zu schwer und nicht zu einfach. Also was heißt nicht so einfach? Die allererste Welt und das allererste Level dieser Welt, das kann natürlich einfach sein. Man muss ja in das Spiel einsteigen können. So, Feuerblume, zack, weg ist er. Zack, zack. Das gibt nochmal extra Punkte, auch wenn die Punkte nicht wirklich wichtig sind. Oh, hier hätte ich den Koopa gebraucht. Naja, was soll's. Oh nein! Oh, ganz fies erwischt. Und hier geht's nicht weiter. Hier geht's aber hoch. Okay. So, da oben ist was. Vielleicht kann ich mir die Punkte noch ein bisschen holen. Mehr oder weniger. Und dann kann ich hier durch die Röhre. Bisher läuft hier alles wie am Schnürchen. Nicht zu schwer, nicht zu einfach. So, uiuiui, Achtung, wir springen jetzt auf seinen Kopf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm her, lieber Goomba. Ich sage schon wieder Goomba, ich meine Koopa. Und da ist das Ziel. Hui. 40 Punkte für uns. Du, 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 du. Wir haben es geschafft und freuen uns sehr. Yay. Okay, Level beendet. Weiter und auf zum nächsten Level in der ersten Welt. Oh, wir können sogar ein Bonus-Level machen. Das kann man hier in diesen Welten immer machen. Machen wir gleich mal. Vervollständige das Bild. Okay, okay. Das muss ich im richtigen Moment A drücken. Komm, okay, wir sammeln jetzt den Stern. Oh nein, total vermasselt. Nein, das passt vorne und hinten nicht. Schade. Keine Punkte bekommen, keine Power-Ups, gar nichts. Na gut, dann ab in die nächste Welt. Immerhin können wir das tun. So. Es lädt, es lädt, es lädt. Boomerang Buttons. Gut, da bin ich mal gespannt. Die Boomerang Buttons. Hier haben wir schon mal Goombas. Oh, hallo Goomba. Der ist einfach da durch. Der ist zwar riesengroß, aber durch die Röhre ist er gekommen. Das ist wie eine Katze. Eine Katze sucht sich immer ziemlich enge Durchgänge und mogelt sich dann irgendwie da durch. Total lustig, das zu beobachten. Na gut. So, hier mal weiter. Oh, ein Schalter, okay. Muss ich da jetzt durch? Ja, wahrscheinlich schon. Da oben kriege ich wahrscheinlich nur den Boomerang. So, du sollst mich bloß gar nicht erstören, mein lieber Freund. Noch mehr Boomerang.
Aber ja, stimmt. Das Level heißt ja nicht umsonst Bumerang-Button. Also hier wird wirklich viel mit den Bumerangs gearbeitet. Viele Rätsel, die man nur mit dem Bumerang lösen kann. Finde ich cool. So, was haben wir hier? Soll ich da jetzt durch oder nicht? Keine Ahnung, ich bin da jetzt mal durchgelaufen. So, eine grüne Röhre. Und da ist ein Powerblock, also ein P-Schalter. Den muss ich aktivieren, damit ich da die gelben Blöcke entfernen kann. Ich glaube, ich mache das mal so. Genau. Und da oben kann man auch noch hin. Kurz mal schauen, was da ist. Eine 30er-Münze. Und wohin führt dieser Weg? Oh. Einfach mal auf einem Goomba gelandet. Das war wie eine weiche Landung. Wie eine weiche Landung auf einem Trampolin. So, der Schalter ist eingeschaltet. Achtung, hier sind wieder Bienen. Entschuldigt, meine lieben Bienen, aber ich laufe lieber mal vorsichtig an euch vorbei, denn ich denke, ihr führt nichts Gutes im Schilde. So, ein Up für mich. Und ich hab's geschafft. Yeah! Super geschafft. Sehr, sehr klasse. Level beendet und ich drücke auf Weiter. Okay. So. Es eröffnet sich ein neuer Bereich und wir haben jetzt wahrscheinlich ein Wasserlevel. Gut. Ich bin offen für Wasserlevel. Vielleicht ist ein Wasserlevel auch mal was Schönes. Frog Suit Frolics. Okay. Wir dürfen wahrscheinlich mit dem Frosch-Outfit hier mal durch das Wasser schwimmen. Denke ich mal. So, Achtung. Cheep-Cheeps können hier und da doch gerne mal sehr böse werden. Den nehme ich mal mit. Wobei, den brauche ich gar nicht. Oh, jetzt habe ich den Cheep-Cheep getroffen, den großen. Tut mir leid, war keine Absicht. So. Was haben wir denn hier? Ein Wasserlevel, ja. Und ein Frosch-Outfit. Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Ach, wie schön. Schön durchs Wasser schwimmen. Herrlich. Ist das nicht toll? So. Ist hier noch was? Da, schnell hoch. Als Frosch. Quack, quack. Ich bin ein Frosch. Frosch-Power. Die Frosch-Power, die in mir steckt und noch nie jemand gesehen hat. So. Das muss ich wahrscheinlich da vorne einsetzen, oder? Ah ja, genau. Schaut mal. Da sind die Blumen weg und ich kann dann hier weiter. Kann ich da eigentlich durchschwimmen oder nicht? Oh nee, kann ich nicht. Schade. Oh, jetzt habe ich mich treffen lassen. Teppichtörtchen. Na gut. Dann eben ohne Frosch-Outfit. Vielleicht kriege ich ja irgendwo nochmal ein neues Outfit. Ein neues Frosch-Kostüm. Hier vielleicht? Leider nicht. Ah, doch, doch, doch. Sehr gut. Jetzt kann ich wieder ganz schnell schwimmen. Und ich muss sagen, diese Schwimmfähigkeit ist unter Wasser so viel besser als das normale Schwimmen. So, jetzt, Achtung, hier wird's eng. Nein! Oh, nö! Jetzt muss ich vorsichtig sein. Jetzt muss ich ohne Frosch-Outfit hier durchkommen. So, langsam, langsam, langsam. Uiuiuiui. Sehr gut. Und hier raus, ab durch die Röhre. Weg hier. Schnell weg hier. Das war jetzt spannend. Das war richtig spannend. So, gut. Uiuiui. Okay, hier sind noch mehr Münzen. Aber die brauchen wir alle. Oh, jetzt habe ich mich selbst getroffen. Na, immerhin. Immerhin haben wir am Ende des Tages das Level geschafft. Das ist die Hauptsache. Level beendet. Super. Schöne Idee. Sehr, sehr schöne Idee. So. Es gibt es wieder ein Bonus-Level für uns. Zeit für einen Bonus. Bonus. Lass die Ballons platzen. Okay. Ganz schnell A drücken. Pumpen, pumpen, pumpen. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Noch, noch, noch. Weiter, 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 weiter. Oh. Ja, ein Pilz war drin. Sehr gut. Aber ich hätte bestimmt schneller pumpen können. Beim nächsten Mal pumpe ich ein wenig schneller. Hinein mit uns. Nächster Bereich hier auf der Käsebrücke. Mhm, das ist die Käsebrücke. Okay. Pesky Pipes von Morad. Okay. Pesky Pipes. Wir sollen also hier einfach mal die Goombas, ich sag immer Goombas, die Koopas umhauen.
Die Goombas und die Koopas denken nur an böses Zeug, verstecken die Prinzessin und so weiter und so fort. Das war wirklich ein Lied, was ich gerade aufgesagt habe. Von einer super alten Super Mario Show. Mit echten Schauspielern. Okay, gut. Durch die Röhre und wir sind jetzt über den Wolken. Mag die Freiheit wohl grenzenlos sein. Mit einer Feuerblume komme ich hier vorbei und heize den Gegnern sofort mal ein. Vorsicht, da oben läuft eine kleine Tomate. Kleine Tomatengegner. Und sind das Äpfel? Tomaten oder Äpfel? Irgendwas davon wird es schon sein. So, runter damit. Zack, zack, zack. Weg, weg, weg. Da war nichts drin. So. Okay. Komm mal raus, mein liebes Pflänzchen. Ist hier noch etwas? Oh, ein versteckter Block. Okay. Moment, da will ich mal hoch. Da ist vielleicht noch mehr. Da sind noch mehr Geheimnisse. Oh ja, wie cool. Ah, ist das so ein Bonusbereich oder was soll das sein? Könnte schon gut sein. Gucken wir mal rein. Oh ja, hier gibt es 10er für uns. Yay. Und hier kann ich fliegen. Okay, dann lasst uns mal fliegen. Ui, ui, ui. Oh, nein, 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 nein. Oh, Teppichtörtchen. Da bin ich jetzt echt abgestürzt. Oh, muss ich jetzt von ganz vorne anfangen? Oh, nö. Na gut, das nehme ich in Kauf. Wir schaffen das. Wir geben jetzt gleich nochmal richtig Gas. Und dann kriegen wir das auch gemeistert. Ja, da war ich jetzt gerade nicht vorsichtig genug. Ich hätte weiter nach oben fliegen sollen. Das war mein Fehler. Stattdessen bin ich relativ früh schon nach unten geschwungen mit meiner Fähigkeit. Und dadurch habe ich, naja, das Ganze ein bisschen vermasselt. Muss man ganz ehrlich gestehen. Aber was soll's. So, da, 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 du, du, bi, da, ba, da, ba, du, du, bi, da, 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 bi, da, bi, da. So, wir schaffen das. Indem wir jetzt ganz vorsichtig sind. Und Schritt für Schritt durch das Ziel kommen. Hoffentlich. Und diesmal passe ich besser auf. Wenn wir nochmal durch das Bonus-Level gehen sollten. Dann aber etwas vorsichtiger und dann auch mit der richtigen Flugfähigkeit, die ich ja die ganze Zeit schon habe, aber nicht richtig genutzt habe. So, hier war doch der versteckte Block irgendwo, oder? Ja, genau, da war er. Also nochmal. Wir wollen es nochmal wissen, wir wollen es nochmal versuchen. So, 1, 2, 1, 2 und durch die Röhre. So. Ganz viele Zehnermünzen, wow. Flugfähigkeit, die ist uns schon mal sicher und jetzt geht's nach oben mit uns. Genau, so kann Mario fliegen. So, und schon sind wir auf der anderen Seite. Yay, und hier gibt es einen kleinen Preis. Viele Münzen. Dankeschön, Dankeschön. Hier kann man jetzt theoretisch ganz viele Münzen sammeln. Aber ich mach mal weiter. Fahne. So, ein Pilz. Achtung, hier sind wieder viele Gegner. Den schmeiße ich mal raus. Vorsicht. Oh, ich brauche einen Koopa, damit ich da hochkomme. So. Denn ich kann ja dann höher springen. Wenn ich auf einen Gegner springe, kann ich automatisch dann höher springen. Die Feuerblume nehme ich mal nicht mit, sonst verliere ich meine Flugfähigkeit. Und die finde ich ein bisschen cooler, wenn ich ehrlich bin. Und vor allem hat man die so selten hier bei Mario Maker. Viele nutzen diese Fähigkeit nicht. Ich weiß gar nicht warum. Die ist doch extrem cool. So. Und rein mit uns. Okay. Oh, jetzt habe ich den Koopa besiegt. Ich glaube, hätte ich den nicht besiegt, hätte ich mir nochmal die Extra-Münze da oben holen können. Uiuiui, was mache ich da? Oh, Teppichtörtchen, das war jetzt knapp. So, wo bin ich jetzt? Nein, uiuiuiuiuiuiui. So. Okay, so, Moment. Bahn frei. Dankeschön. Und jetzt fliegen wir. Oh, da ist schon das Ziel. Cool. Auch wieder ein sehr schönes Level. Hat mir viel Freude bereitet. Du, 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 du. Zack, geschafft. Uhu.
Okay, cool. Level beendet. Was kommt als nächstes? Was dürfen wir als nächstes erwarten? Auf jeden Fall ein Bonusland. Da gibt es ein Pilzhaus, da kriege ich was. Die Frage ist nur was? Fang den Ball. Okay, wir müssen den Ball jetzt fangen. Wir spielen jetzt Baseball. Schneller Ball. Gabelball. Flatterball. Sieht bisher ganz gut aus. Ein langsamer Ball. Oh, extrem schneller Ball. Den habe ich jetzt leider nicht getroffen oder gefangen. So. Und warum springst du nicht, Mario? Oh nein! Wer bist du denn? Wer war das denn gerade? Wer wohnt denn da in diesem Pilzhäuschen? Na gut, uns soll's recht sein, wir stürzen uns in das Schloss. Doch was wird uns im Schloss erwarten? Fireball Frenzy. Okay, hier gibt es anscheinend ganz viele von diesen Wie nennt man diese Dinge? Feuerstäbe, Feuerseile. Ich weiß es nicht. Knochen trocken, beschütz mich. So, eins, zwei. Oh, Achtung, Achtung. Uiuiuiuiui. So, die Zähne hole ich mir nicht, das ist mir zu riskant. So. Oh, da hätte ich gleich weiterspringen sollen. Jetzt vielleicht? Nein, nein, nein. Oh, das war von mir sehr schlecht getimed. Sehr, sehr schlecht. Egal, meine Schuld. Passiert, passiert. Boah, wieder ein Pilz, sehr gut. Das heißt, alles ist wieder in Butter. Jetzt muss ich hier noch durch. Pass bloß auf deinen Kopf auf, mein lieber Freund. Mein lieber Mario. Jetzt hier und dann können wir eigentlich schon durch. Nein, Ich hab's gerade gefühlt, habt ihr es auch gefühlt, habt ihr den Sprung auch gerade gefühlt. Das war ein bisschen zu riskant. Ich hätte warten müssen. Aber ich bin manchmal, in Mario-Spielen bin ich manchmal ein ungeduldiger Spieler. Also zumindest in 2D-Spielen. In 3D-Spielen wie Super Mario Odyssey da nicht unbedingt. Aber in solchen 2D-Spielen bin ich ein sehr ungeduldiger Mario-Spieler. Das heißt, statt zu warten, laufe ich gerne schon in den nächsten Abschnitt. So, aber ja, manchmal lohnt es sich ein bisschen langsamer zu spielen. Ja, selbst schuld. Schon wieder die gleiche Stelle. Vermasselt. Egal, hier gab es doch irgendwo einen Pilz. Da ist er auch schon. So, die Münze spare ich mir da hinten mal. Die brauche ich nicht. Und jetzt kommt die Stelle, wo ich gerade leider verloren habe. Also nochmal ganz vorsichtig. Wir warten diesmal und rüber. So, Achtung. Nicht treffen lassen. Oh, wir kommen unserem lieben Endboss schon ein Stückchen näher. Leider habe ich jetzt wieder meine Fähigkeit verloren und da ist Bowser. Oh, wie komme ich jetzt an Bowser vorbei? Ich muss da nach hinten zu dieser Axt. Wenn ich die Axt bekomme, geht die Brücke kaputt und ich habe Bowser besiegt. Das ist aber eine reine Timing-Geschichte. Ich muss im richtigen Moment laufen oder im richtigen Moment springen. Ich glaube, laufen ist gefährlicher. Unter ihm durchlaufen. Das ist schwierig. Entweder, ich glaube, das Beste ist zu springen. Ja! Geschafft, geschafft, geschafft. Hui. Spannendes Ende dieser ersten Welt von dem Nutzer. Wie heißt er noch gleich? Matt? Nee. Der Typ aus Kanada. Morrat heißt er. Morrat. Cool. Richtig cool gemacht. Erste Welt. Aber er hat zwei Welten gebaut, deswegen werden wir jetzt in die zweite Welt katapultiert und das ist die zweite Welt. Die schauen wir uns aber in Ruhe in der nächsten Folge an. Danke fürs Zusehen. Mehr liebevolle und kindgerechte Abenteuer für die ganze Familie findet ihr auf www.kinderkatze.de. Schaltet unbedingt da mal rein, denn da könnt ihr bedenkenlos kindgerechte Videos sehen. Bleibt katztastisch!